Hallo und willkommen zurück zu Disgaea 5, wo ich leider die Mission 5.3 nochmal neu spielen muss, weil mein Rechner mal wieder abgestürzt ist. So langsam hat er wohl das Ende seines Lebenszyklus erreicht. Also der macht ja auch andere Zicken. Ich denke mal, der hat ein Mainboard-Problem. Aber ist egal, machen wir das eben nochmal. Obwohl es eben ziemlich gut gelaufen ist. Okay, ich hatte mich auch ein bisschen über was aufgeregt, über meine eigene Unwissenheit. Aber jetzt gucken wir uns das mal an. Und es gab ein bisschen viel Text, den ich jetzt nochmal vorlesen darf. Usalia. Hey, Usalia. Huh? Oh, I'm sorry. I was thinking about measures I can take to combat global warming, Blip. Hm, was? Oh, tut mir leid. Ich hatte gerade drüber nachgedacht, welche Maßnahmen ich gegen die Klimaerwärmung machen kann. Usalia, if you're gonna follow us, then I need you to promise us one thing. Usalia, falls du weiter mit uns kommst, dann musst du mir eine Sache versprechen. What is it, Blip? Und worum geht's? If you encounter Margarita again, don't act on your own. Falls du wieder einmal Margarita begegnest, handel bitte nicht auf eigene Faust. I don't want to be interrupted. Understand? Ich möchte durch solche Dinge nicht in meinem eigenen Vorhaben unterbrochen werden. Verstanden? Yes. I'll be careful, Blip. Okay, ich pass auf. Versprochen. Hey, Killia. Don't you think you're being a little strict on the kid? Hey, Killia, bist du nicht ein bisschen streng mit dem kleinen Kind? You fool. Du Narr. Sir Killia is being strict with her because he's worried she might overreach and end up losing her life. Sir Killia ist doch nur deshalb streng mit ihr, weil er sich Sorgen um sie macht. Sie könnte sich eventuell überschätzen und plötzlich ihr Leben dadurch verlieren. Do you not understand that undemonic kindness? Hast du denn überhaupt kein Verständnis für derartig undämonische Freundlichkeit? You, stop putting words in my mouth. Und du, hör bitte auf, mir Worte in den Mund zu legen. My, please excuse me. Oh, bitte entschuldige. But for a little girl like Usalia to bear that much hatred, something big must have happened to her. Aber für ein so kleines Mädchen wie Usalia, dass sie so viel Hass in sich trägt, da muss wirklich etwas Großes mit ihr geschehen sein. Ja, hallo Christo. Ihre Mutter und ihr Vater wurden umgebracht. Sie hat ihre Heimat verloren. Sie wurde mit einem Fluch belegt, der langfristig dazu führen wird, dass sie sich in ein Monster verwandelt und dadurch dann quasi stirbt. Also klar ist ihr was Schlimmes passiert. Even now, I clearly remember what happened, Blip. Auch jetzt weiß ich noch ganz genau, was mir damals geschehen ist. My father built Toto Bunny all by himself for demons who don't like to fight. Mein Vater hat damals Toto Bunny alleine gegründet, um Dämonen einen Platz zu geben, die nicht gerne kämpfen möchten. Der sieht ja knuffig aus da hinten. Even though it was a netherworld, it was a peaceful place. Es war zwar eine Unterwelt, aber dennoch ein friedlicher Ort. But then Demon General Margarita showed up and everything changed in an instant. Doch dann tauchte Dämonengeneral Margarita auf und in einem Augenblick war nichts mehr so, wie es einmal war. My mother and father resisted till the very end, but I wasn't able to run away in time, so Margarita cast a spell on me. Meine Mutter und mein Vater haben bis zum letzten Augenblick Widerstand geleistet, aber ich konnte nicht rechtzeitig weglaufen, also hat mich Margarita mit einem Zauber belegt. And then you had to obey. Und dich so gezwungen zu gehorchen. Yes, Margarita's spell would turn me into a beast and ultimately kill me, so I had to weigh my life against the fate of my world. Ganz genau, Margaritas Zauber würde mich in ein Monster verwandeln und mich so unwiederbringlich töten. So musste ich also mein Leben abwägen gegen das Schicksal meiner Welt.
Hajirita approached my concerned father and told him that if he obeyed her for 100 days, she'd remove the spell. Majorita ist also auf meinen Vater zugegangen und hat ihm gesagt, wenn er ihr nur für 100 Tage gehorsam sein würde, dann würde sie den Zauber wieder aufheben. My father believed her and obeyed Margarita. Mein Vater hat ihr geglaubt und ihr Gehorsam geschworen. But that was part of Margarita's trap, and it was only the beginning. Aber das alles war nur ein Teil von Margaritas Falle, und es war erst der Anfang. Some did non-stop hard labor. Some were told to become suicide bombers in other netherworlds. And some were just killed for sport. Einige Leute mussten ununterbrochen Zwangsarbeit leisten. Einige mussten als Kamikaze-Bomber in anderen Unterwelten fliegen. Und einige wurden einfach in den Sportarenen umgebracht. But everyone in my home world obeyed for the sake of Toto Bunny's only successor, me. Aber jeder in meiner Heimat leistete oder war gehorsam zum Wohle des Erben von Toto Bunnies, nämlich mir. But my mother and father were killed before the 100th day even came. Aber noch bevor diese 100 Tage zu Ende waren, wurden meine Mutter und mein Vater schon getötet. Like a child who had gotten bored of its toys, she killed them and took them apart. Wie ein Kind, dem ein Spielzeug langweilig wurde, hat sie meine Eltern einfach in mehrere Teile zerrissen. A true overlord should fight fair and square in a clash of power against power. Ein wahrer Overlord sollte dennoch immer fair und ehrenhaft kämpfen. What a coward! That little brat, Red Magnus, will never forgive her! Dieses Balg ist einfach nur ein Feigling. Red Magnus wird ihr niemals vergeben. Obviously, I can't forgive Margarita. But I can't forgive myself either. Natürlich kann auch ich Majorita nicht vergeben, aber genauso wenig kann ich mir selbst vergeben. What do you mean? Wie meinst du denn das? If I wasn't dragging them down, my parents wouldn't have been killed. Wenn ich nicht gewesen wäre, würden meine Eltern doch heute noch leben. Or if I was brave enough to end my life. Wäre ich doch nur mutig genug gewesen, meinem Leben ein Ende zu setzen. Everyone died because of me. They must all hate me. So when I'm done getting revenge. So viele sind meinetwegen gestorben. Sie hassen mich jetzt bestimmt alle. Also, sobald ich meine Rache genommen habe. I thought there was something more behind her motivation, but she's purely driven by vengeance. Ich dachte, sie hätte noch eine andere Motivation, aber sie ist ausschließlich durch Rache angetrieben. The love her parents had for her was strong, so her determination to get vengeance is equally strong. Die Liebe, die sie von ihren Eltern erfahren hat, war sehr stark, und so ist auch der Wille nach Rache in ihr genauso stark. Love, huh? I didn't know demons were capable of such a thing. Ich hätte gar nicht gedacht, dass Dämonen überhaupt zu Liebe in der Lage wären. Zombies? Again? More of that little brat's henchmen, huh? Schon wieder Zombies? Mehr Untergebene von diesem Balg. Ja, und das, als ich das erste Mal gespielt habe, musste ich auch genau dran, als die Zombies auftraten, dann denken, oh ja, mal wieder Zombies. Is she testing us or just messing with us? Probably just messing with us. Will sie uns nur testen oder spielt sie mit uns? Wahrscheinlich spielt sie mit uns.
My pride will not allow me to be toyed with by some child. Mein Stolz verbietet es mir, ein Spielzeug eines Kindes zu sein. Sir Killia, get rid of them now. Sir Killia, mach sie fertig. You're gonna have to fight too. Nee, so läuft das nicht. Du wirst mitkämpfen müssen. Tja, dann haben wir hier jede Menge Blöcke. Da habe ich mich erst gefragt, wofür sind sie da? Aber wir müssen ja irgendwie auf dieser Anhöhe drauf. Dann ist hier noch eine weitere Anhöhe. Da brauchen wir auch wieder Blöcke. Das heißt, ich muss hier eine Rampe bauen, dann Blöcke hier hochschmeißen. Und um dann hier hinzukommen. Dabei gibt es zwei Probleme, die ich beim ersten Spieldurchgang hatte. Also ich habe den Level geschafft, auch mit Bonusrang 9. Aber womit ich nicht gerechnet habe, dass meine normalen Angriffe, also ich habe hier auf irgendeinem Block stand so ein Monster und das habe ich dann getötet. Und dann waren aber noch andere Leute von mir dran und die haben dann auf den Block weitergeschlagen. Das heißt, ich habe mir meine eigenen Blöcke hier kaputt gemacht. Und genauso machen die Gegner, wenn ich jetzt hier Blöcke draufschmeiße, auch gerne durch Flächenzauber meine Blöcke dann mit kaputt. Und ich habe gesehen, ich brauche gar nicht so viele Blöcke, wie ich ursprünglich dachte. Wir müssen hier nur eine kleine Rampe bauen, das kriegen wir schon irgendwie hin. All men are my servants. Let's have fun. See. So, dahinter ist übrigens noch eine Lücke. Das kann man jetzt kaum erahnen. Da muss ich auch noch Blöcke hinschmeißen. Let's end this quick. Ich habe jetzt auch gar keine große Lust, hier mit ganz vielen Leuten noch zu hantieren. Great. Also schmeiße ich erstmal nur ein paar Blöcke. Und dann sehen wir weiter. See. I'm coming. Fly away. So, ich will jetzt auch nur Leute aufs Feld bringen, die auch was aushalten können. Wir haben ja Zeit. Jetzt kommen überraschenderweise die Zombies angewatschelt. Aber die machen wir jetzt einfach platt. Also nicht alle auf einmal, aber das passt dann schon. So, jetzt müssen wir mal gucken. Erstmal Verteidigung weg. Dann will ich versuchen, dass Sturm mal so ein bisschen auch Level bekommt oder Skills. So, eine Maschine hier nochmal zu. Und dann könnte es ja eventuell schon reichen mit den Support-Angriffen. Vielleicht aber auch nicht, das sehen wir dann. Kritisch sogar, dann reicht das vielleicht schon. Full of power.
Okay. Mal diese Killstealer. Ja, dann kann Sturm jetzt nicht allzu viel machen. Kann sich aber super verteidigen und Sturm ist echt ein super Verteidiger. Das hat mir vorhin sehr viel Spaß gemacht. Ich dachte erst, 700 Hitpoints sind ja schön und gut, aber vielleicht wird sie doch Probleme kriegen, aber das war wirklich nicht so. So, dann machen wir hier mal. Oder machen wir auch die Fans, komm. Oder da. Na komm. Ha! Achso, ich will mal gucken, was gibt es hier eigentlich als Bonus. Ob das dasselbe ist wie vorhin. Ja, also der Top-Bonus da, dieser One-Time-Bonus ist derselbe. Der Rest ist natürlich ein bisschen anders. Und da ja, muss ich nicht unbedingt haben, den Top-Hat. Nice to have, aber muss man nicht haben. Und die 500 oder die 1000 Hell da oben brauche ich auch nicht. So, ich könnte doch mal gucken, ob ich hier vielleicht mit Escher noch ein bisschen was reißen kann. Ohne dass sie drauf geht allerdings. Neil. Und zur Not kann Logi auch noch mithelfen, oder? Können auch was klauen. Obwohl das vielleicht ein bisschen riskant ist. Ne, das ist nicht so riskant. Nicht, dass da einer bei drauf geht. I read it. So, Logi macht nur zur Not mit. Falls das nicht reicht. Huch, der hält ja gut was aus, obwohl er so eine riesen kaum Feuerresistenz hat. Sollte eigentlich reichen. Let's go! Weil China schießt ja auch immer mit. Also zumindest bei zwei Angriffen. Let me thank you. Huh? Ora! Ora! Yeah! Das meine ich, da ist der Block nämlich schon kaputt. Das ist aber nicht so schlimm. Aber Seraphina hat jetzt quasi einen Angriff verschwendet. So, dann brauchst du gar nicht verteidigen. Kannst du mich jetzt mit angreifen? Machst du mal zuerst, bitte. Und dann könnte das vielleicht schon... Nee, das kann nicht reichen. Ja, dann doch mit... Wenn du noch einmal angreifst. Dann sollte das doch passen. Und sonst macht Escher den Rest. It should all go as planned. Huh? Huh? Not scary. Not scary. Ich nur noch betonen muss, dass ich keine Angst hat. Ja, und dass der Block wieder weg. Ja, tada, super gemacht, Escher. Kaputt. Kaputt hast du es gemacht. Gut, was machen wir? Great. Achso, ich habe sogar einen mehr geschmissen, als ich eigentlich wollte. Ist aber kein Problem. Nur, dass ich jetzt im Prinzip
Ja, ich mache vielleicht sogar... Anni, du kannst dich danach wegbewegen, oder? Ja, beweg dich mal irgendwo einfach weg. Great. Und im ersten Spieldurchgang habe ich jetzt schon Blöcke hier hochgeschmissen. Das war aber eine Sisyphus-Arbeit, weil die meisten wurden zerstört und dann muss ich es eh nochmal machen. Also werde ich da jetzt gleich einfach mal raufgehen. Mal gucken, Kilia, der kann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der muss da ein paar Angriffe aushalten, da können wir ihn vorher schon mal ein bisschen buffen. Ready. Ich ihm schon mal ein Shield gebe. Und Red Magnus kann schon mal ein Stückchen vor. Oder? Ich will aber auch nicht zu weit vor. Nee, komm. Machen wir erstmal nächste Runde. Going? So. Jetzt gucken wir mal, wie weit kommst du? Nicht sehr weit. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich meine Leute auch nicht alle so zusammenstelle. Na komm, du musst ja auch mal hin. Oder? Oder? So, Sturm. In Verteidigungsstellung, um es mit Yu-Gi-Oh! Zu sagen. Das ist super. Ich liebe Sturm in Verteidigungsstellung. Das ist jetzt ein Feld zu wenig. Da muss Escher noch mal ein bisschen nachhelfen. Ich traue mich jetzt mit Escher da auch nicht hochzugehen. Ist ein bisschen zerbrechlich. So. Ich überlege gerade, ob ich mit Kilia vielleicht sogar... Die ist doch die ätzende. Die Bogenschützen sind ja nicht so schlimm. Dann gehen wir noch ein Feld zurück. Dann kann ich ja den trotzdem erreichen. Und du kannst dann gleich deinen Doppelgänger hier machen. Ohne Kilia dabei zu verletzen. Dürfen wir auch nicht so einen fiesen Flächenzauber kriegen, glaube ich. Ich weiß nicht. Zähle mich trotzdem mal hier hin. Also beim ersten Versuch ist mir auch niemand gestorben, übrigens. War aber auch ein bisschen Glück eventuell dabei. So. Du musst hier mal wieder weg. Da brauchen wir jetzt Christo.
erfüllst du nicht auch noch einen Buff? Right there. Nee, nur die Buffs, okay. Ja, das scheint gerade eben knapp nicht zu reichen. Jetzt muss ich doch nochmal was gucken. Ich würde Kohlen dann doch gerne noch damit einbauen. Oh, warte. Du kriegst dann zwar ein paar Pfeile ab, aber du machst mal den hier. Oh nein, und du kriegst noch Kilias Angriff auch ab. Nein. Idiot. Okay, hat's überlebt. Wide open. Wahnsinn. This is good. 3 auf 1 Streich. Und jetzt haben wir keinen Heiler mehr, ne? Je, je, je. Aber uns wird, glaube ich, keiner angreifen. Hoffe ich mal. Oder? Ihr seid da alle lieb da oben. You're tall. If you leave it to me, we'll definitely win. Fine. Jetzt müssen wir da gleich noch ein paar Blöcke organisieren. Aber wir brauchen auch Heilung. Sturm, du gehst schon mal da irgendwie. So hin. This is good. So, jetzt brauchen wir ein paar Blöcke. Okay, wir haben es nicht eilig. Let's have fun. Sehr.
das reicht jetzt im Prinzip schon. Nee, komm, Red Magnus macht das. Ich will jetzt auch nicht so dicht dran, nicht, dass da wieder Flächenzauber kommen und dann gehen die Blöcke wieder kaputt. Das kostet dann alles nur Zeit. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Da auf jeden Fall das Au-pair-Mädchen da weg. Das sieht ja nach Zauberer aus. Stehen die doch ein bisschen blöd. Müssen wir mal gucken, dass wir diesen Bogenangriff machen, der so auf viele Leute geht. Jetzt mal bis da. Bis da. Tja, und dann ist die Frage. Du kommst noch mal später. Ich würde dich da gerne noch mit haben. Oder beide. Walter und Conan. Da gehst. Aber bis da gehst. Nee, das ist schlecht. Da darfst du nicht hin. Dann eher bis hier. Toria! Da.
Shoot! Nee, ruhig weiter. Damit wir ganz viel Unterstützung haben. Huh? Huh? Jetzt. Legen wir mal los mit dem chaotischen X-Kreis. Oder Kreuzkreis sozusagen. 5 Gegner auf einmal. Den noch mal machen. Okay, dann mal los. Noch Schaden zum Start, nicht schlecht. Okay. Das sieht doch ganz brauchbar aus. Jetzt wird's fies. Leider ein Flächenangriff. Wenn wir so Einzelangriffe haben, dann kann Sturm uns verteidigen. Werden wir vielleicht gleich noch sehen. Vielleicht darf Sturm dafür auch nicht angegriffen werden. So, jetzt muss ich noch mal was für einen Bonus tun. Und was für die Heilung. Eigentlich Bonus oder Heilung, beides geht jetzt nicht. Bonus ist mir dann wichtiger. Ich will doch versuchen, noch Level 9 zu erreichen, wenn das irgendwie geht. Dazu brauche ich möglichst viele Teilnehmer hier. Ha! Right there! Fangen wir mal mit Helen an. Thank you.
Nee, warte mal. Suchen wir nochmal ein Capture. Und den Rest muss ich mir dann gleich angucken, oder? Machen wir hier nochmal was. Ich will jetzt gar nicht so viele da bekämpfen. So geht das doch. Ach, Squad Attack haben wir noch, das ist ja schön. Eventuell könnte jetzt noch jemand drauf gehen. Sturm eventuell, das ist aber nicht so dramatisch. Aber Sturm, ich glaube, Sturm überlebt das sogar. Aber China nicht. Doch. Nee, doch, vergiftet. Ja, Schlag überlebt, vergiftet, dann gestorben. Kein Problem. Versuchen wir hier nochmal einen Capture. Erstmal noch mal ein bisschen Zauber üben. Dass der Zauber ein bisschen billiger wird mit der Zeit und so. Right there. Oh, keine Punkte mehr für Capture. Aber Walter, du bestimmt. So, und falls das nicht reicht, dann greifst du nochmal so an und dann passt das. Haben wir noch jemanden, den wir einsetzen können? Ach, Escher steht da immer noch rum. Okay. Na okay, bleibt so. Sorry. Thank you. I'll support you. Full of power. Ta! Let's have fun. Okay, ist ja ganz vernünftig gelaufen. Die Belohnung hier haut mich jetzt nicht vom Hocker. Aber immerhin ein goldener Hut, eine goldene Mütze. Ein Hoodie. I want more.
Und Celeste ist uns noch beigetreten, das ist auch schön. Ah, geil, ein Einhornbogen. Den hat Christo da irgendwo rumliegen sehen. Lady Usalia. Hey, Lil Usa, wasn't that? Hey, kleine Usa, war das nicht etwa? Could it have been Toto Bunnies? Könnten das Toto Bunnies gewesen sein? That is certainly possible. Margarita is the Corpse Master Overlord. Das ist durchaus im Rahmen der Möglichkeiten. Margarita ist ja der Leichenmeister Overlord. She can restock her forces by using the bodies of civilians she murders from the various netherworlds as her servants. Sie kann ihre Truppen verstärken, indem sie die Körper von Zivilisten, die sie vorher umgebracht hat, aus den Unterwelten wiederbelebt und als ihre Diener einsetzt. Plus, corpses don't require food or water. It truly is kill and recycle. Wenn man dann noch bedenkt, dass Leichen weder Essen noch Wasser benötigen, dann ist es wahrhaftig ein meisterlicher Recycle-Prozess. That's far more economical than using prinnies, and they seem far more useful. I'm jealous and outraged. Das ist ja bei weitem ökonomischer als Prinnies zu benutzen. Und die Leichen scheinen auch nützlicher zu sein. Irgendwie bin ich gerade ein bisschen neidisch. Und zornig. Usalia, if you're gonna back down, now would be the time. Usalia, falls du noch einen Rückzieher machen möchtest, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt. If you keep on going, you're definitely gonna witness something that you don't want to see. Denn wenn du jetzt weitergehst, wirst du mit Sicherheit etwas sehen, was du nicht sehen möchtest. You know what I'm trying to say, right? Du weißt, worauf ich hinaus will, oder? I will defeat Void Dark. In order to do that, I'll face the demon general who cast that spell on you. Denn ich werde Void Dark besiegen. Um das zu tun, muss ich vorher dem Dämonengeneral gegenübertreten, der den Zauber auf dich gewirkt hat. You'll get your revenge, even if you don't get it yourself. There's no need for a child like you to do this. Du wirst deine Rache so oder so bekommen. Egal, ob du nun selbst Hand anlegst oder nicht. Es gibt keinen Grund für ein Kind wie dich, es selbst zu machen. It's okay, Killia. I'm ready to do this. Es ist schon okay, Killia. Ich bin bereit. I will handle our battle against Margarita. Ich werde die Schlacht gegen Margarita schon in den Griff bekommen. Okay, das machen wir jetzt aber nicht jetzt. Jetzt haben wir ein neues Squad freigeschaltet. Neue Netherworld und viele Gespräche. Und das machen wir dann in der nächsten Folge. Jetzt speichere ich erstmal ab und sichere die Aufnahme. Ich habe keine Lust, das ein drittes Mal noch zu machen. Also bis dann. Tschüss.